Hallo und herzlich willkommen an Bord von AIDA Perla. Wir befinden uns momentan hier auf der Reede vor Bridgetown auf Barbados, also auf den Ankerplätzen, und sind hier in Gesellschaft von noch 11 anderen Kreuzfahrtschiffen. Zusammen mit unseren Teams in Rostock und Hamburg ist es uns schließlich gelungen, alle Gäste wieder zurück nach Deutschland zu bringen. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass ich einmal glücklich bin, keine Gäste an Bord zu haben, aber in diesem Fall bin ich wirklich erleichtert, dass wir diese große Herausforderung zusammen als AIDA gemeistert haben und wirklich alle wieder zurück nach Hause bringen konnten. Auch wenn ich heute hauptsächlich Ihnen, liebe Gäste, zeigen möchte, was wir hier an Bord so machen und wie es uns geht, möchte ich die Gelegenheit natürlich nicht missen, mich einmal bei meinen Kollegen aus Hamburg und Rostock ganz recht herzlich zu bedanken dafür, dass sie in den letzten Tagen und Wochen wirklich 24/7 für uns da waren und rund um die Uhr daran gearbeitet haben, ihre Heimflüge zu organisieren. Vielen Dank dafür. Auch wenn ich auf der einen Seite erleichtert bin, dass sie alle gut zu Hause angekommen sind, ist es natürlich schwer für mich, sie gehen zu sehen. Hier auf AIDA Perla und natürlich auch auf allen anderen unserer Schwesterschiffen haben wir seit dem Tag der Indienststellung bis zu ihrer Abreise jeden Tag Gäste an Bord gehabt. Und was ist so ein Passagierschiff ohne Gäste? Am Ende des Tages ist es ja unser aller Ziel hier an Bord, Ihnen in Ihrem Urlaub ja täglich ein Lächeln in Ihr Gesicht zu zaubern. Und daraus ziehen wir unsere Energie. Uns geht es hier an Bord gut und wir sind, was die Besatzung angeht, noch fast komplett. Und ganz wichtig natürlich in diesen Tagen, alle bei bester Gesundheit. Aber lassen Sie uns doch einmal zusammenschauen, was hier an Bord so los ist. Nachdem wir jetzt den Bordbetrieb ein bisschen heruntergefahren haben und in manchen Bereichen auch auf Energiesparmodus gegangen sind, fokussieren wir uns jetzt einmal auf die Arbeiten, die wir nur schwer machen können, wenn Gäste an Bord sind. Ja, und die Arbeiten, die sich so ein bisschen hinter den Kulissen abspielen. Einige Bereiche bekommen neue Farbe und wir können einmal so richtig rein Schiff machen, ohne alles von links nach rechts zu räumen. Auch auf den Balkonen ist einiges zu tun und so packen alle mit an, die auch normalerweise in anderen Bereichen arbeiten. Tagsüber heißt es also All Hands on Deck und All Hands für AIDA. Aber in schwierigen Zeiten darf natürlich das Miteinander auch nicht zu kurz kommen, soweit es momentan möglich ist. Denn auch hier an Bord halten wir momentan alle ein bisschen Abstand. Wir haben uns selber eine Quarantäne auferlegt, um sicher zu sein, unseren momentan guten Gesundheitszustand hier an Bord aufrechterhalten zu können. Auf Landgänge verzichten wir erst einmal und prüfen zum Beispiel die Temperatur aller Besatzungsmitglieder täglich. Die Besatzung ist in den letzten Tagen in unsere Gästekabinen gezogen und haben nun alle mehr Blick oder sogar einen Balkon. Damit alle auch den Kontakt nach Hause halten können, hat jedes Crewmitglied eine Social Media bzw. Messenger Flatrate bekommen und die wird natürlich nach der Arbeit fleißig genutzt. Dankeschön. Für die Crew haben wir das Marktrestaurant und das Weite Weltrestaurant geöffnet, das natürlich unter verschärften Hygienebedingungen und mit ein bisschen mehr Abstand. Am Abend heißt es dann All Hands für das Team und so finden sich viele von uns bei Dingen, die sie sonst lange nicht mehr gemacht haben. Viele nutzen auch unsere Angebote zur Weiterbildung und gerade viele unserer asiatischen Mitarbeiter lernen fleißig Deutsch. Auch eine Primetime gibt es momentan. Hier versorgen wir die Besatzung mit Neuigkeiten und Birte, unsere Entertainment Managerin, sorgt dafür, dass wir auch in diesen Zeiten das Lachen und Lächeln nicht vergessen. In den nächsten Wochen werden wir dann weitermachen und auch die Gästebereiche auf Hochglanz polieren, bevor wir dann wieder alles bereit machen, um Sie nach einer sicherlich nicht einfachen Zeit zu Hause wieder in Ihrem wohlverdienten Urlaub zu begrüßen. So wie Sie vielleicht momentan ohne den direkten Kontakt zu Ihren Großeltern oder auch anderen Angehörigen verweilen, so fehlen Sie uns auch in unserer AIDA-Familie. Wir können es kaum erwarten, wieder Ihr Leuchten in Ihren Augen zu sehen, wenn Sie dann am Einschiffungstag über die Gangway schreiten. Jetzt sage ich erst einmal bis bald und auf AIDA sehen. Wir melden uns bestimmt in der nächsten Zeit noch einmal hier von Bord. Und ganz wichtig, bleiben Sie gesund.